Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Donkey Kong Country 2. Ja, wir fangen jetzt nochmal neu an. Haben wir ja, wir fangen nochmal neu an. Das ist ja gar diesmal Französisch. Da gibt's nicht. Wir spielen diesmal auf Deutsch. Okay. ja, 4 Stunden 30. Wir sind, glaube ich, in der letzten Welt, ne? Letztes Mal haben wir nicht mal aufgenommen, weil dem Christoph ging's nicht so gut. Magen-Darm hatte ich mir nochmal eingefangen. Hat er nochmal bei mir gepennt. Einmal gekotzt. Ach, ich habe zum Glück vorher Wasser reingemacht, das ist der Eimer, womit auf ich... Auf meinen Hinweis. Ja. Nee, 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 Moment, ich habe gesagt, ich habe dir ein bisschen Wasser reingemacht. Hast du gesagt, oh, mir geht's so schlecht. Oh, ist gut, dass du das gemacht hast. Ich hätte gerne noch ein Deckchen. Ein was? Ein Deckchen. Eine Decke. Nee, die wollte ich ja nicht haben. Stimmt. Er hätte noch gerne ein feuchtes Handtuch. Ja, das stimmt, das hätte ich jetzt auch gerne wieder. Ja, Christoph kam mal auf die wahnwitzige Idee, Prost. Ja, Donkey Kong Country 3 nochmal zu spielen. Wir beide. Mal gucken, ob wir es machen. Soweit. Oh, ach ja, stimmt, da waren wir ja. Ich erinnere mich. Ja? Mit dem Papagei, ja? Ja, mit dem Papagei, wo du am Ende komplett fertig warst. Ja. Oh. Ah! Stimmt, der hat mich ins Maul gefickt. Den bin ich da, glaube ich, ins Auge gesprungen. Ins Auge, der hat nämlich nur eins. Musst du bedenken. Ja, heute haben wir den Montag, 28. Nee, 7. 20. Wir haben den 28. Wir haben aber Dienstag und nicht Montag. August. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und Christoph, ne? Wolltest du nicht noch irgendwas sagen? Nee. Noch. Noch nicht? Okay. Nicht. Ah, okay. Oh, ich muss mal, rauf. Ich muss rauf. Ich sag mal, in Zukunft wird ja nicht mehr so oft ein Arschloch sein. Ich muss weg. Das kennen nur die ganzen Insider und... Oh, Hardcore-Zuschauer, die sich jedes Wort von mir antun. Nein! Merken. Ja. Ich bin aber wenigstens... Ach nee, du warst weiter gewesen. Ja, ich denke, ja, das ist aber richtig hart, wenn dann noch der Cut mit dem... Nein, aber doch kommt was! Stimmt, du bist ja weg. Ja. Ja, ich wollte dir den Vortritt lassen. Ach so, ich kann ja gleich abklatschen. Genau. Das kannst du auch sein lassen? Kannst du auch? Ja, du machst das eigentlich ganz gut. Ich wollte gerade sagen, vorher kommt noch einer. Ah, uiuiuiuiuiui. Aber das ist nicht das gleiche Level. Das war doch nicht alles in einem Level. Echt? Ja. Das ist halt echt ein mega langes Level. Ein bisschen suizidgefährdet bist du ja schon, ne? Weil ich würde sagen, du hast nicht mehr so viel. Scheiße! Adios, Amigo. Boah. Ich lehne mich jetzt zurück und du machst das jetzt. Ein Leben, schalalalala. Wir haben ja hier gespeichert. Ja, ja, halb so wild. Na komm, dann holen wir dich auch mal. Oh, das ist aber nett von dir. Ja, stirb. Okay, dann nicht. Er säuf im Gesöpp hier. Er säuf im Getränk. Wollte ich eigentlich sagen. Ha! 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 Hi! Hi! Nice! Hi! Happen! Da! Schütt der gleiche Kack! Oh Gott! Leben. Schöner Einstand. Fängt ja gut an hier. Erstmal wieder warm werden. In einer Woche nicht gespielt, ne? Ja. Paddy ist auch nicht da? Ja, Paddy ist jetzt mittlerweile wieder... Boah, was ist denn los heute? Ich weiß es nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal zu unserer Form zurückfinden. Doch, ja genau. Montag hatten wir das letzte Mal aufgenommen. Also jetzt nicht gestern, sondern davor die Woche. Letzte Woche Montag, genau. Ah, da kommt man so hoch. Ja, ich habe es einfach mal riskiert, weil wir haben eh null Leben. Deswegen bringt uns das Speicherfass auch herzlich wenig, wenn wir irgendwann mal eins bekommen sollten. Oder ich schaffe das einfach mal so. Aber ich weiß, wir müssen nachher noch mit dem Papagei unterwegs sein und da habe ich jetzt nicht so mit dem Bock drauf. Ah, hier kommt erstmal. Ich musste erstmal überlegen, was war denn hier auf deinem Gamepad A? Ich weiß auch nie, was das A ist oder so, aber ich weiß zumindest, wie wir uns. Leck! Was auch immer das jetzt gerade war. Ja, mein Rechner, der ist momentan wieder ein bisschen zickig, so wie ich es mal nenne. Wie eine Frau. Scheiße, ich hätte das Ding mitnehmen sollen. Also, das TK fast. Hi! 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 Oh. Ja, so langsam, ne, kommt die Form wieder zurück. Ich hätte es nicht sagen sollen. Das ist ja kacke. Ich will jetzt gegen die Decke bitte nicht. Hey. Nein, 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 ah. Nein! Ja, das war jetzt ein schneller Durchgang. Zählen wir einfach mal nicht mit jetzt. Oh, ja, willkommen zurück bei Let's Play. Let's Play Game Over Country. Komm, jetzt aber mal hier. Ne, mit Verstand. Oder so. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir wieder auf Englisch. Jetzt sind wir auf Schwung. Toxic Tower. Ja, es geht auch viel besser, weil Englisch ist eh besser. So, erzähl das aber nicht dem Adi. Ach. Sach. Gar nichts zu sagen.
alte Jude. Da brauchst du nicht. Ja, ich weiß, aber ich will es ein bisschen spannender machen. Also. Willst du nicht? Hey. Du hast es nur vergessen. Buschig. wo war die Biene nochmal? Hier war irgendwo eine Biene. Ah, da oben, hallo. Da ist Dang. Die Biene übrigens, Dennis. Dang. Dang. Und jetzt. Jetzt würde ich dich selbst ficken, ey. Wieso macht man das mit der Schlange? Ich weiß es nicht. Chef, oder jetzt hier den Elefanten. Oh, ich hasse den Elefanten. Ja? Hm? Gibt es eigentlich noch Rambi? In Teil 3? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine nicht. Dafür gibt es ja diesen schwulen Elefanten. Ey, der ist süß, ja? Ja, ich gucke schon wieder 12 Millionen Kommentare. Ja, du Spacko. Der ist voll süß, ich liebe ihn. Ah, falsch! Und oh, ich kann mich daran überhaupt nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein. Oh, jetzt auch da! Das war's. Hoch, 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 hoch! Ja, okay, scheiße. Fuck. War es vielleicht wirklich der eine da, wo man so hätte hochspringen können? Oder warte ich da zu lange beim Aufladen? Ich weiß es nicht. Ich kann den Moment jetzt nicht so abschätzen. Ui. Meckes. Yo. Wow! Ich dachte eigentlich, der trifft mich jetzt. Schön, dass es hält getan hat. Wenn es noch Vierecke drückt beim Springen hier. Ja. Denk dran, normal, genau. Aber gerade eben. Das reicht aber gerade eben wirklich so. Ja, wir haben heute eigentlich das Ziel, das Spiel zu schaffen, so ein bisschen. Aber wenn es so weitergeht. Hm. Ich bin so konzentriert gerade. Ich trinke ein bisschen Cola. Kein Problem. Ich war gerade bei Mc's übrigens. Die McShaker-Pumpe ist echt zu empfehlen. Oder Christoph? Ja, die gilt auch für Leute, die noch ein bisschen mit dem Magen haben. Ich will ja ein bisschen Konversation mit dir führen, weil damit wird das noch spannender. Weil wenn du nichts sagst, dann schaffst du es ja ein. Nein! Nein! Scheiße, ich wollte jetzt das fast so hin. Wenn ich sterbe, dann stirbst du mit mir. Dann stirbst du mit mir. Sterbst. Oh, nee, der ist gut, verdammt verflucht. Verdammt mich. Ich hab jetzt gestern übrigens eine. Was bitte? Jetzt hab ich Cola getrunken. Ich hab gestern übrigens eine Reportage über den Ultimate Warrior gesehen. Nein. Doch. Oh. Aber da, wo die den so fertig gemacht haben, so von wegen, dass es voll das Arschloch ist. Und da hat der Bobby the Brain Heenan eine ganz lustige Geschichte erzählt, der damals ja den Andre the Giant. Gemanagt hat. Und da hat er irgendwie eine Fehde gehabt mit dem Ultimate Warrior. Und dann ist er, wie der Bobby hin und das erzählt, war ich ganz lustig so. Da kam der Ultimate Warrior auf einmal mit 150 Meilen pro Stunde angelaufen. Boff, hat Andre the Giant umgehauen. Am nächsten Tag. Na, was war das denn? Wow, adios. Ja, okay. Ich wusste es. Hallo. Am nächsten Tag. Wieder Andre the Giant gegen Ultimate Warrior. Diesmal kam der Ultimate Warrior mit 250 Meilen pro Stunde angelaufen. Zack! Wieder einfach voll gegen den Andre the Giant gerannt. Beim dritten Mal, am nächsten Tag, kam der Ultimate Warrior mit 368 Meilen die Stunde angelaufen. Andre the Giant, was macht er? Er hält die Hand hoch. Beim vierten Tag kam Ultimate Warrior noch angejoggt. Sehr weißt schön. Du, weil der halt nicht so rücksichtig auf seinen Gegner genommen hat, der Ultimate Warrior. Und von vielen auch als unprofessionell bezeichnet worden ist. Was ich vorher nicht wusste. Ich wusste nur, das war halt so ein Fan-Favorite. Ich glaube, das ist später bei der WCW aufgetaucht. Ja, genau, richtig. Aber nicht sehr viel Erfolg. Also die Reportage ist echt eigentlich ganz interessant. Die könnte ich dir auch empfehlen. Gibt's bei YouTube. Irgendwie, wie hieß das? How the Ultimate Warrior Destroys Himself oder irgendwie so. Achso, ja, das ist eine WWE-DVD gewesen. Whee! Finde ich aber schon ganz schön krass, dass sie die DVD davon rausbringen, wie einer ihrer Schützlinge, ihr ehemaligen Schützlinge, ja, seine Karriere versaut hat. Interessant waren alle Male, aber normalerweise sind solche DVDs ja da, um jemanden zu ehren oder so, oder so Tribut zu zollen. Wow, 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 lass, sei kein Danke. Okay, da kommt man wohl so rauf. Okay, hier jetzt nicht. Oh mein fucking Gott, nein! Ja gut, das war blöd da mit dem Geheimgang. Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich kam letztes Mal so weit. Geh doch einfach mal den Gang da rein. Vielleicht kann man sich da irgendwo hochschießen lassen. Versuch's doch einfach mal. Meinst du da, wo du gerade... Ja, mit den Münzen da. Wo ich wieder ein Jude sein wollte. Ja! Ich bin doch geschworen, Mann.
Sei kein Jude! Na, Dennis? Nehmen wir das mit unserer Vergangenheit etwa nicht so ernst? Ich bin für die Globalisierung. Das finde ich gut. Ich denke nicht an meine Herkunft oder so. Kack. Wir sind alles Erdlinge. Richtig. Außer die Österreicher. Nein, du musst sagen, die Wiener. Ja, okay. Paddy ist ein Wiener. Ja, Wiener Schnitzel sind echt lecker. Bringt die Paddy auch nicht viel. Ha. Doch ein Tofu-Wiener Schnitzel. Das wäre was. Bin aber gespannt, was gleich passiert. In dem Gang. War das hier schon? Ja, doch, doch, tatsächlich. Ah. Toll! Stimmt, so kamen wir da. Ja, genau. Deswegen habe ich so viel. Ja, okay. Check. Blub. Okay. Okay. Nein! Ah ja, gut, aber da kannst du Zeit mit gewinnen. Da kannst du ein bisschen Zeit mit gewinnen. Okay. Jetzt müssen wir das Level erst wieder mühsam zusammensetzen. Oh. Du Scheiße. So. Das ist eigentlich deine Quest und nicht meine. Meine ist erst in Donkey Kong Country 3. Ja, da hast du dich auch schön verpisst. Du weißt, das hast du noch nie gespielt, ne, glaube ich. Zwei? Drei. Nee, drei habe ich noch nie gespielt. Das hast du ja zumindest mal angespielt gehabt. Ich glaube, so weit ja auch nicht. Noch nicht mal. Okay. Ich weiß nur, dass die Steuerung beschissen sein soll. Oh, vor allem in der Overmap. Okay, das ist. Ja, okay. Und hüppa! Zack. Hack. Hack. Ich weiß nur, irgendwie bei Donkey Kong Country 3, was ich bei euch gesehen habe, mir hat immer so der Abschluss in einer Welt gefehlt. Ja, das stimmt. Die Boss-Level fand ich immer irgendwie so nichts sagen. Ja. Von Optik her, vom Aussehen. Das stimmt. Irgendwie ein Haus, das Augen hat oder ein Meer, das ein Gesicht hat. So, jetzt schaffen wir das leider aus. Geradeaus. Achso. Ja, dann nicht. Dann bist du halt noch kein Jude. Zack. Machst du es so? Okay. Hoi. 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 Und ja, ja. Bin ich der Papagei? Ja, ich bin der Papagei. Hurra. Bringt uns nichts. Ich brauch Bananen. Ich brauch Bananen. Scheiße. Das ist so. Das, Okay, ja, wir wissen auf jeden Fall, dass danach schon Squawks kommt. Ja, okay. Alter, wie weit haben wir es denn beim letzten Mal geschafft? Beim ersten Durchgang sind wir ziemlich weit gekommen. Da bist du am Ende einfach nur durchgeflogen. Das weiß ich noch, ja. Das war anstrengend. Wo wir alle oben, wo Paddy und ich einfach nur hier Und ich einfach nur voller, keine Ahnung, Inbrunst. So, jetzt schaffen wir das Level. Bis zum Speicher fast. Ah, komm. Ja. Oh. Rubbel die Katz. Brauche ich nicht. Rubbel dein Böhnchen. Komm. Ja. Ja. Eigentlich ist das Level gar nicht so schwer. Es ist auch nicht schwer. Aber das wir sind immer so wieder unglaublich hektisch. Das nicht unbedingt, aber das sind immer so ein paar Sachen. Wie das zum Beispiel. Das war hektisch. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Den Tod habe ich verdient. Stirb! Das sind oft. So, das habe ich doch gemacht. Das sind oft so Sachen, sterben. Dass man das noch nicht so weiß. Weißt du, zum Beispiel da mit den Bienen. Ich bin da zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, normal zu springen und den als Trampolin zu missbrauchen. Ich missbrauche nicht so oft Schlangen. Gut, dann mache ich weiter. Komm, wir brauchen wenigstens zwei Leben, wenn wir oben am Speicherfass sein wollen. Ja, das lohnt sich ja Speicherfass nicht mehr. Hi! Hi! Ey, hör doch mal auf! Ich halte X gedrückt geholt. Muss jedes Mal neu drücken. Gedrückt halten reicht, glaube ich, nicht. Echt? Ich weiß gar nicht, ich muss da selbst halt mal drauf achten. Ich meine, sonst, wenn ich gedrückt gehalten habe, hat es gereicht. Ich muss mal gucken. Aber ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen abgerutscht von der Taste. Ich habe das Spiel zu Unrecht verurteilt. Hey, hey. So, Christoph. Speicher fast, Speicher fast. Okay, ich halte X, ich halte den Sprungknopf gedrückt. Zurück. Hier gibt's aber keine Lähmung, gar nichts, weißt du? Das ist bestimmt das letzte Level. Da wette ich für. Wenn du sagst, das ist ein Luftschiff gewesen, der Endgegner, dass du schon mal da gesehen hast. Wir sind ja gleich auf dem Dach. Deswegen, das geht ja immer nach oben, ne? Könnte ja sein, hoffe ich mal. Aber was ist das für eine grüne Suppe, die uns da entgegenkommt? Toxic Water. Ach, warum ist sowas im Schloss? King K. Rool, schwul ist.
Das auch? Nein! Nein! Christoph, Christoph. Ich will ja nicht beunruhigen. Ob das jetzt so viel schneller geht, weiß ich nicht. Nein, 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 ja, okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, ja. Einfach, jetzt kannst du ganz viel Höhe gut machen in ziemlich guter Zeit, das ist schön. Ist gerade schon Squawks, links ist das Speicherfass. Oben links direkt. Ah, oh, sehr gut. Oh, oh. Ich kann mit den Squawks echt schwierig zielen. Nein! Das ist beim letzten Mal noch passiert, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, okay, schön. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Psst. Egal. Rot, rot! Ah, scheiße! Ich wollte jetzt einfach durchfliegen. Ja. Da wird man auch so hektisch, wenn man Zeitdruck mit dem Scheißviech hat, ne? Ja. Okay. Rot, rot! Okay. Runter, danke. Oh, spam dich da hoch. Mit 4 kannst du auch gedrückt halten, ja, ne? Ach, egal. Fick dich doch. Hoch, 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 ja, hoch ist, glaube ich, ganz passabel. Das war ein bisschen mehr Kontenance als beim letzten Mal. Bei dir bin ich gestorben. Ja. Okay, Neuland. Scheiße. Noch ein paar mehr. Komm. Squawks. Oh nein. Was soll das denn? Oh, du Scheiße. Oh, jetzt musst du schnell nach oben. Ja, ich habe mich auch. Ich habe ein bisschen Schiss, echt. Nein! Nein! Beeil dich! Ich geb mir schon Mühe, echt! Ich muss leider. Okay. Ziel! Ziel! Ja! Komm mal, einfach scheiß auf! Boah! Den Speichern gehen! Speichern gehen! Ja! Speichern gehen! Jetzt ist Christoph wieder fertig. Jetzt muss er heute Abend wieder brechen. Stronghold oder? Das hört sich an nach dem letzten Level. Achso, ich bin dran. Jawohl. Nee, das ist noch nicht das letzte Level. Aber. Kommt okay, danach nur eine Welt? Was? Komm, College. Was? Husband Cranky, fick dich. Ja, ja. Was? Husband Cranky? Hm, hab ich gerade auch gelesen. Ach, das ist schön. Oh, wir haben nur 4 Minuten gebraucht. Oh dear me, that's not quite enough, is it? Ach Gott, willst du nochmal speichern? Die Unbraut. Ja. Try to make it to my class. Ja, ja, komm. Komm schon. Das ist auf jeden Fall ein Endgegner. Komm, wir machen das Level nochmal. Wir haben da Bonus-Level übersehen. viel Spaß, Christoph, würde ich sagen. Ist wohl das letzte Level. Hä? Ah! Genatzt! War ein genatzt Level. Aber warum haben wir jetzt eine Münze gekriegt? Ich jetzt hier oder was? Nee. Da ist er. Ah, okay. Luftschiff, tatsächlich. The Flying Cock. Cock. Nein! Nein! Nochmal Level! Da kommen wir, da kommen wir. Müsste nur ein Level oder so sein. Ja, sieht zumindest so aus. Oh nein! Dornen! Ich glaube, hier gibt es jetzt so ein Wettrennen, glaube ich. Was? Das war ein Sonic. Was? Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah. Du Scheiße. Ich war kaputt da irgendwie. Das war sehr gut. Alter, Alter. Muss ich deine Knarre zücken oder so? Dann geh ich lieber oben lang. Braucht nämlich länger. Alter! Was ist mit dir im Kopf kaputt? Komm, ich mir einfach da rein, wie gesagt, oder? Ah, zu lange gebraucht. Game over! Okay, oh ne. Noch nicht! Scheiß, was ist das denn für ein... Okay. Bums. Vergiss die...
Ja, aber jetzt kommt erstmal Sonic. Komm, komm. Steig! Wie schnell kann er denn aufstehen? Arschkeks. Gut. Ich kann den Skilljump nicht. Aber wir haben ja gespeichert. Ja, 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 ist halb so wild. Aber der Dominik wird sich freuen. Noch ein Game Over mehr. Ah, ihr Loser. Ja, ist, ja. 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 Jetzt verlieren wir langsam die Geduld mit dem Spiel, ne? Ey, wir sind so kurz vorm Ziel. Ich will mich nicht mehr nehmen lassen, komm. Nach oben, nach oben, nach oben. Ich weiß, du steuerst, ist mir egal. Oh, wir müssen das Testlevel nochmal machen, das war so schwer. Das ist lustig, wenn wir da kein Ausrufezeichen hätten. Okay, wegdrücken irgendwie, oder was? Ich zieh dich hoch, ich warte den ganzen Tag auf dich, bis du das Spiel durch hast. Wenn du hier bist, sag ich, fick dich und zeig den Mittelfinger. Fick dich, dreimal. Du kleiner Ficker, ich würde dich gerne ficken. Nicht runter! So, sollen wir nicht, glaube ich, auch nochmal das erste Level machen als Abschluss? Wir Flying Cock. Der bringt ja auch nichts. Du bist den ganzen Weg umsonst gelaufen quasi. Denk dann, du kannst ihn nicht vorher erreichen. So. Au! Hallo. Pass auf, da kommt einer raus. Hallo! Was war das denn? Ich bin nur drauf gesprungen. Das springt erst was, wenn der rauskommt. Aber warum explodiert der? Ach, ist ja egal. Okay, weil die TNT-Kiste war, die gibt schon irgendwo Sinn. Oh Mann. So was regen die mal auf, so Pisskacke. Ja, ja, du schaffst das. Du schaffst das. Oh, schön einmal die Mumu gestochen. Oh, oh Gott. Ah. Dieses Level kotzt mich jetzt schon an. Es ist wahrscheinlich das letzte. Also das letzte vom Endgegner. Wenn ich jetzt einfach mal der Architektur der Overworld glauben schenke. Jetzt warte erst, bis er einmal rauskommt. Jetzt. So. Jetzt. Fickt euch! Schnell. Wieso gehst du jetzt unten lang? Okay, unten geht auch. Ja. Weil die gerade so alles so schön nach oben gegangen sind. Alter! Okay, scheiß auf diese Bananenstaude. Ich hätte ein Stück weiter laufen müssen. Und fast gerade eben. So, okay, da kommst du locker. Okay, es sind vier. Ich würde, glaube ich, den Bananen. Oder ich weiß nicht, was da oben ist. Vielleicht ist dein Leben vielleicht. Spring auf die Bälle, das ist kein schwerer Sprung. Ich glaube an dich. Jetzt muss ich überlegen, was war der Sprungknopf? Lass dir Zeit. Sicher das? Ja. Okay, da oben ist nur Bananen. Du musst auf den drauf springen. Ja, ja. In den Reihen. Ich war mir mit dem Knopf gerade unsicher. Ich wäre tot, wenn du mir in die Augen springen würdest. Okay. Ja, Sonic! Ich dreh mich! Pass auf, jetzt schreibt der Angst. Ja, was denn? Puff. Hallo. Hallo. Stumps! Ja, komm. Damit der Chris auch zufrieden ist und sein Blutdruck immer noch klar kommt auf sein Leben. Ich hab eine Tablette genommen. Ach so. Drogabhängig. Ja. Du bist zu hoch. Stimmt! Doof, ey. Das, aber du hast recht, jetzt geht echt so langsam ein bisschen das Geduldchen flögen. Oh! Da oben ist nur Jude. Also kannst du runtergehen. Okay. Wow! Wow! Lass mich los! Was? Lass mich los! Hä? Hey, warum bist du jetzt nicht tot? Weiß ich nicht. Ich begreife das gerade. Ist okay. Das machst du sehr gut. Okay, da kann man landen. Darf ich nicht landen? Genau. Nee, es sieht nicht gesund aus. Lieber rechts ruck ich den Kanonenkugel, glaube ich, oder? Wo dann? Hä? Was? Kann man da drauf landen? Unten auf keinen Fall. Ach du Scheiße, da musst du durchspringen. Boah! Okay. Also tasten wir uns nach und nach voran. Ja! So. Ist ja wenigstens mal befriedigt hier. Oh, das geht mir auch so auf den Sack. Hey, warte, bis du raus bist. Und dann durchlaufen lassen. Du bist so hoch, Dennis. Jo! So, komm, gib Gas, gib Gazen.
Ein bisschen passen, ne? Hi! Ich hätte jetzt gesagt, das passt nicht. Okay, okay, okay. Hi! Und direkt durch. Jetzt runter. Hier kam zwei Sonics, ne? Ja. Ja! Ich verstehe die Viecher echt nicht. Tut mir leid. Ich spring nachher drauf. Oh! Pass auf, jetzt kommt der Adler. Genau. Komm eigentlich einfach durch. Stimmt. Das geht auch. Da war der. Okay. Das war die. Ne, nicht die Stelle, okay. Jetzt nochmal da hoch. Und jetzt. Jetzt kommt die Stelle. Okay, ich habe ein bisschen zu spät springen gedrückt. Ja! Du musst das. Okay, du gehst auch, wenn du squawkst. Okay. Das ist so. Ja. Ah, das ist okay, mit denen haben wir wenigstens Kontrolle irgendwo. Ich hab nichts gesagt. Was bist du denn? Ah, jetzt müssen wir das Wettrennen gegen den Typen machen. Ach! Du Scheiße. Kannst du ihn abschießen? Nein, kannst du nicht. Du darfst ihn wenigstens berühren, das ist schon mal sehr gut. Ich kenn den Weg nicht! Das ist doch bestimmt nur für den DK-Mim so gut. Hoffe ich mal. Noch nicht Game Over, oder? Ah, oh, okay. Hey, 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 hey. Ich mag das Level nicht. Kann uns das jemand machen? Ja, gut, Dennis. Schön, wir sind ja auch nicht fast Game Over oder so. Ich brauche Bananen. Sein. Denk an die Viereck-Taste, ne? Ich kann nicht vier gedrückt halten, dabei ganz auf nichts drücken. Oh, drück noch nach oben, dann geht's auch. Ja? Ich hab grad das Leben eingesammelt. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das Rennen überhaupt gewissen müssen. Gewinnen. Ich glaub schon, dass wir das gewinnen müssen. Verlieren wir sonst einfach ein Leben, oder wie, wenn der Erster wird? Okay, alles hängt an dir, Christoph. Ich will ja nicht beunruhigen, aber... Du willst mit dem Stress nicht klarkommen, ne? Wow! Okay. Ganz oben rechts war eine Kiste. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bringt. Die hab ich auch gerade gesehen. Also ein Fass, keine Kiste. Ja, ja. Okay. Bis zum Ziel! Okay. Wow! Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ah ja. Boah. Du bist jetzt so auf die Kehle aufgeritzt, ne? Am Auge ist er kritischer als an der Kehle. Okay, hab ich verstanden. Was ein Scheiß. Oh, Junge, Junge, Junge. Game over zum dritten, vierten Mal mittlerweile. Weißt du, was wir gleich mal machen sollten? Nein. Ah, jetzt haben wir ja keine Münzen mehr. Was wolltest du? Ach, zocken. Nee, dass wir speichern, wenn wir, dieses komische Boden, dieses eine Level da geschafft haben. Das war nicht jedes Mal jetzt. Ach so, ja. Ja. Oder wir gehen jetzt eben noch, Nein! Wir beenden Nein. diese Welt eben. Wir schaffen das. Und dann gehen wir in andere Welten und holen uns ein paar Münzen und zocken dann. Wir schaffen das so. Okay, wenn du meinst. Nö. Ja, ich hol mal wieder eine komische Münze da. Dass sie keine solche Münzen haben wollen, damit wir speichern können. Finde ich unmöglich. Hallo, die will nur der komische Klubber da haben, oder wie der heißt. Child Resistant. So, ja. Boah. Ist jetzt mal gut. Ja, du sagst ja, lass uns mal einfach in eine andere Welt gehen. Speichern, dann haben wir das hinter uns. Zu spät. Nur weil du, das hier machen willst. Richtig. Ich bin hier der Boss. Wo ist mein Elefant? So, eine Münze haben wir schon mal. Hallo! Oh, da kann man... Runter? Spaß. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon wieder echt auf den Keks, dass ich jetzt schon wieder gestorben bin. Uiuiui. Nutte. meinst du, das klappt? Könnte knapp werden. Das war aber auch ganz schön doch sportlich. So, jede Banane aufsammeln, die wir sehen. Das war okay. Ja, okay. Hätte ich warten sollen. Das wollte ich jetzt in einem Rutsch durchmachen. Hab ich Verständnis für. Oh, danke. Puh,
Okay, ich versuche einfach mal ein bisschen geduldiger zu sein. Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen, aber ich versuche es. Aber ich kann versprechen, dass ich es versuche. Ob es von Erfolg gekrönt ist, ist eine andere Frage. Ja, das war halt super geworden. Ich brauch das nicht. Scheiße! Boah, ich bin heute aber echt extrem schlecht. Sind halt beide nicht gut drauf. Ich hab den Kack heute aber. Kostet es, was es wolle. Geh ich morgen halt nicht zur Arbeit. Okay, jetzt haben wir gerade echt ein Formtief. Wir sollten gleich vielleicht erstmal eine halbe Stunde Pause machen. Das ist gerade nicht schön, Dennis. Wir sollten gleich vielleicht einmal eine halbe Stunde Pause machen. Ja, wir machen jetzt nochmal eben hier den Game Over fertig. Dauert ja nicht mehr lange. Eben. Doch nicht, wenn wir so weiterspielen. Manchmal hilft echt eine halbe Stunde Pause zwischendurch. Ja. Jetzt treffe ich euch aber auch. Boah, ich muss wieder einen halben Tag warten. Sowas kommt mir zum Beispiel an. Wegen so einer Scheiße mich. Das ist genau voll der Skillwurf. Da muss man erstmal jemand nachmachen. Oh, ja, ja. Auf einmal kann die Tussi getroffen werden. Hey. Okay. Bleib stehen. Hey.